Cuties, Beauties, willkommen bei Sell Glory auf meinem Kanal, heute mit der lieben Yvonne Di Lauro. Hallöchen! Wir haben ein Wer würde eher heute für euch geplant und das ist der erste Teil. Den zweiten Teil findet ihr bei Yvonne auf ihrem Kanal. Mhm. Den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung und wollen wir nicht lange drumherum labern, kommen wir zu unseren Wer würde eher Punkten. Wir haben uns hier so zwei Namensschilder gemacht, Yvonne auch. Ja. Meine sehen natürlich viel, viel schöner aus. Ja, hat sie meine auch schon behauptet. Und wir halten dann bei jedem Punkt, den wir dann sagen, ja, der Devin hat die Fragen aufgeschrieben, ich werde dir dann vorlesen. Bei jedem Punkt werden wir den Namen dann hochhalten von demjenigen, von dem wir das eher erwarten würden. Und ja, like dieses Video fleißig, abonniert diesen Kanal kostenlos und schreibt in die Kommentare, was ihr am allerersten von diesen Punkten macht. Ich weiß nicht, wie lange du das gemacht hast. Ja. Das ist der Ausgang. Ja. Weißt du, okay. Was ich gerade Augenprobleme kriege? Warum muss das Licht direkt hinter dieser Kamera stehen? Ja, ich kann ja nicht gerade ausgucken. Ja. Oder das sind meine Augen. Das sind unsere Problemchen im Studio. Aber das liegt an dieser schlechten Besetzung hier. Ah, danke schön. Okay, fangen wir an. Wer würde eher sich eine Glatze schneiden? Also ich ganz bestimmt. Yvonne, die Ivy. Meine Haare sind mir heilig, Ivy. Naja, nicht oder was? Also ich muss sagen, dass ich als Baby eine Glatze hatte. Ja, weil. Und dann habe ich Bilder letztens von mir geguckt. Geguckt? Ja, angeschaut. Ich habe mir letztens Bilder von mir angeschaut und ich war 3 oder 4 Jahre alt und habe da eine Glatze und ich habe meine Mama gefragt, warum schneidest du mir die Haare? Oder hast du die Haare abrasiert? Sagt meine Mama so, ja Yvonne, deine Haare sind einfach nicht gewachsen. Weißt du, deswegen sind die mir jetzt heilig. Ich stelle mal vor, ich rasiere die ab und die wachsen nicht mehr. Ne? Ich schneide meine nicht. Nee, 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 du. Ich auch nicht. Egal, weiter. Wer würde eine Woche lang als Mann rumlaufen? Echt? Ja. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Ich find's irgendwie nicht schlimm. Ich mag das mal, in eine andere Person reinzuschlüpfen. Als Mann, aber dann würdest du dir auch so ein Bart malen und so, ne? Oder trotzdem. Ein Karneval? Ja, aber es kann schon lustig sein. Man kann es am Karneval machen. Ja. Ich würde es auch schon machen, aber wenn man dann auf die Arbeit und so muss oder Leute, die einen nicht kennen, dann? Das ist schon peinlich. Naja. Okay, jetzt kommt's. Wer würde eher auf der Arbeit mitten im Büro twerken? Du! Gerne so, aber nicht im Büro. Ach, ich oder was? Ja, okay. Ja, ne? Ja, im Büro, ich habe keine Scheu. Mir ist es egal. Yvonne würde, also in der Disco würde ich es eher machen, aber im Büro? In der Küche. Na okay, eigentlich würde ich es auch nicht wirklich im Büro machen. Also wenn halt nur von meinen besten Kollegen. Kolleginnen, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Nee. Ja. Aber jetzt nicht mitten im Büro, ne? Okay. Okay, mach weiter. Wer würde sich eher 3 Wochen lang nicht die Haare waschen? Boah, erwartest du das von mir? Ich habe das nur gemacht, weil ich damit kein Problem hätte. Ich würde das schon aushalten. Es wird zwar kratzen und so. Nein, weißt du, warum ich das denke? Weil sie benutzt, das ist jetzt kein Product Placement, sie benutzt dieses Alverde-Shampoo, wo keine Zusatzstoffe drin ist, wegen ihren Haaren. Und ich glaube, weil sie so ihre Haare liebt und weil Haare, wenn man die nicht wäscht, dass es gesund ist, ich glaube, dass du es dann eher machen würdest als ich, weil ich, boah, wenn ich mir 3 Tage lang mal nicht die Haare gewaschen habe oder so, habe ich mich so kratzig gefühlt. Man muss die Haare auch eigentlich dran gewöhnen, sie nicht so oft zu waschen. Ja. Deswegen würde ich das tatsächlich durchziehen. Wer würde eher auswandern in ein ganz anderes Land? Alleine? Nö. Allgemein. Mit jemandem zusammen? Mitnehmen. Ja. Ich? Der meinte, ich wandere aus oder was? Ich bin die Wanderpolizei oder was? Nee. Ich glaube schon, nach Amerika. Ja, siehst du? Ja. Würdest du fliehen? Nur einmal hin und nie wieder zurück. Ja, okay. Deswegen auch. Also würde ich sie dann nie wieder sehen, also vergessen wir das nie wieder. Doch du nicht. Kannst kommen. Weil ich komme also, wenigstens zurück. Auswandern, ja. Immer wieder Urlaub in Amerika, nein, wegen der Flugangst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwo nach Amerika ziehe und dort arbeite. Ja, aber das werden wir nicht wollen. Ne? Wer würde eher sein ganzes Geld für Klamotten ausgeben? Ja, wundert mich nicht, ne? Hier, Amazons beste Kundin und so. Sorry. Hast du
hast du schon mal, was war denn das Höchste, was du in einem Monat so an Klamotten ausgegeben hast? Also es liegen gerade, H&M-Paket bei mir. Im WG-Bank. Für 400 Euro. Was? Ja, Alex, guck ja dieses Video nicht. Und falls doch, bitte nicht scheiden lassen. Ja, aber ich nehme nicht alle Teile. Ich gucke erstmal, was ich davon möchte und dann schicke ich das wieder zurück. Übrigens gibt es bei mir bald ein H&M-Haul. Werbung, siehst du? Ja, okay, weiter. Er würde eher bei einem schönen Film weinen. Okay, wir beiden. Ich würde ja, auf jeden Fall. Ja, ich weine jedes Mal beim Film. Ich weine auch. Ich habe dich aber noch nie weinen sehen beim Film. Du darfst mich allgemein noch nie weinen sehen, oder? Echt? Hast du? Nee. Ich dich auch noch nicht. Nee. Kannst du überhaupt weinen? Sag mal, ich bin blöd. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du hast keine Gefühle. Oh, du Schwein. Ich bin wirklich sehr sentimental bei Filmen und ich werde von meinem Mann immer ausgelacht und von meiner Tochter. Ich verheimliche das vor Alex immer. Ja, ich mache das auch immer. Ich gehe dann immer ins Bad und tue so, als ob ich aufs Klo müsste, weil mir das immer voll unangenehm ist. Ist doch voll süß. Ja, du findest wer? Das süß. Ja, Männer aber auch. Außerdem weinen die Männer auch immer, die zeigen das nur nicht. Die machen immer so. Wer würde eher alleine feiern gehen? Also ich bin eigentlich ein Mensch, der geht nie feiern. Ich hasse feiern und ich hasse es, wenn ich irgendwo zum Geburtstag eingeladen werde und mit feiern gehen muss. Ich hoffe, jetzt keiner böse, wer es sieht. Aber ich bin einfach so der Chiller, aber ich würde trotzdem eher alleine feiern gehen als Honey. Aber ich habe das schon mal gemacht. Echt? Mhm. Ich auch. Aber dann meine Freundin hat damals als Barkeeperin gearbeitet und dann war ich nicht ganz so alleine. Was hast du wohl? Also ich war neu in Köln und wollte wissen, wie es im Nachtflug ist. Und da die Jungs da im Nachtflug nicht reinkommen, habe ich an dem Abend beschlossen, dass ich unbedingt da alleine hingehe. Und es war scheiße. Sorry. Boah, krass, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ja, aber ich habe dann trotzdem auch Leute getroffen, die ich dann kannte, mit denen ich gechillt habe. Das macht natürlich wieder besser. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Wer würde eher eine Woche lang dieselbe Unterhose anziehen? Aus Versehen. Yvonne würde eher eine Woche lang dieselbe Unterhose anziehen. Ah, warum stellst du so Behauptungen in diesen Raum? Ich würde das überhaupt nicht. Ich ziehe sogar manchmal 5-mal am Tag neue an. Wer würde eher eine Schlägerei anfangen? Eindeutig sagen. Warum? Warum? Wieso eindeutig? Weil ich voll der friedliche Mensch bin und ich einfach gar keine Chance hätte, wenn ich irgendwie eine Schlägerei anfangen würde, würde ich getötet werden. Und Sally ist so eine, ich glaube, wenn die wirklich mal richtig sauer ist und wenn die dich nicht mag, dann passt gefälligst auf. Voll das Drohvideo. Nein, also Gewalt ist nie eine Lösung, Kinder, ne? Ja, deswegen steht ja auch ihr Name da. Das wissen wir, aber ja, leider, das ist ja nicht immer, ne? Also, wer würde eher auf einem Event die ganze Deko klauen und Deko mitnehmen? Hast du das nicht gerade? Du hast gerade die ganze Deko von deiner Freundin mitgenommen heute, die gestern Geburtstag hatte. Ihr Kind. Ihre Cupcakes. Oder ihr Kind. Aber guck mal, warum? Für dich, weil ich eine gute Freundin bin. Ich habe dir alle für die Woche mitgenommen. Deko klaut. Und wenn wir auf einem Event waren, hast du immer alles geklaut. Die Blumen, die Süßigkeiten, die Cupcakes. Ich werde nie wieder eingeladen. Ja, wir sind aus dem Event gekommen und sie hat irgendwie 2 Packungen Taschen da voll. Aber wir haben die bekommen deswegen. Ja, komm, was haben denn die anderen dann von dir gedacht? Oder von uns? Okay. Wer würde seinem Idol oder dem Star hinterherrennen und schreien? Ja, würde jetzt Beyoncé oder Star sein. Ja, nicht nur schreien, ich würde sie nie wiedersehen. Unmöglich mehr. Aber du doch auch. Wenn du zum Beispiel so einen krasses Idol siehst oder einen krassen Instagram-Star oder so? Nee. Auf dem Instagram-Festival, weißt du noch, da waren auch viele YouTuber. Also ich würde auf jeden Fall nicht bei irgendwen, aber Beyoncé oder Selena Gomez, da würde ich schon ausrasten. Boah, Selena Gomez finde ich auch toll. Aber ich würde nicht ausrasten. Okay. Wer könnte sich eine ganze Woche lang von Schokolade ernähren? Yvonne hat mir sogar schon mal eine Schokopizza serviert. Guck, dein
hier. Ja, ja. Sieht man das in der Kamera? Das ist nur Schokolade. Ja, okay, übertreib. Okay, weiter. Wer würde eher ungestylt herumlaufen? Draußen? Vor anderen Menschen? Ja. Du? Ja. Ja. Hast du auch mich? Ja. Wie kommt's? Das Einzige, wenn ich ungestylt rausgehe, ist, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe. Ansonsten, also was heißt auch Style, ne? Aber dieses Tages-Make-up muss immer bei mir drauf sein, sonst fühle ich mich irgendwie unwohl. Viele denken immer, ich bin voll die Obertussi, aber Yvonne ist einer der Ersten, die mich so einschätzt, dass ich tatsächlich ungestylt rausgehe. Das wundert mich gerade voll. Das finde ich aber gut. Du bist gerade ungestylt eben zu mir gekommen. Wir haben keine einzige Schminke drauf. Wir haben uns hier erst geschminkt. Ja, das stimmt. Wer würde eher alleine einen Horrorfilm schauen? Einen richtig krassen Horrorfilm. Alleine zu Hause sein und gucken. Du? Ja. Echt? Okay, dann hab ich schon. Ich habe Emily Rose alleine geguckt. Oha, nee. Ich ganz alleine im Dunkeln im Zimmer. Und ich hatte so Angst. Und immer wenn der Film so laut wurde, das ist schon lange her, bin ich zum Monitor gelaufen und habe den PC dort leiser gestellt, damit ich dieses Geschrei nicht höre. Das war echt spooky. Freunde, das kann ich nicht. Aber dann würde ich mit Licht schlafen. Nicht nachmachen. Ja, mittlerweile kann ich das auch nicht mehr, aber ich würde es noch machen, aber das ist echt hart. Nee, ja, würde ich nicht. Okay, ihr Lieben, das war unser Wer würde eher. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns in die Kommentare, welcher dieser Punkte ihr am ehesten machen würdet. Soll ich die Spur das wieder machen? Warte. Ja, die macht hier wie die Spur. Warte. Bitte die Kommentare unten, ja, reinschreiben, das Video teilen, den Link in der Videobeschreibung, da führt euch zu Yvonnes Kanal und dieses, diesen Kanal auf jeden Fall, boah, du verwirrst mich, diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren, kostenlos, Bella, nix, Bella, kostet nix, bis zum nächsten Mal, tschüss! Tschüss! Sieht aus wie eine Spanierin gerade. Ich wollte auch Spanisches sagen, aber ich kann es nicht. Quiero comer tus labios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sag mal, ¿qué tal? Je t'aime. Sag mal, ¿qué tal? Das war französisch, Yvonne.